So, weiter geht es. Ja, ich guck einfach mal, ob wir direkt wieder einen Partner finden. Beim Spiel eben ging es ja in Sekunden schneller, aber naja, es muss nicht immer klappen. Ich würde sagen, ich warte jetzt einfach mal und die Wartezeit schneide ich dann nachher einfach mal raus. Je nachdem, wie lange es dauert. Und ihr könnt erstmal ein wenig die Musik... Ne, Moment, könnt ihr nicht, weil das schneide ich hier raus. Ich bin auch so schlau. Naja, ich melde mich, wenn ein Spiel gefunden wurde. So, wir haben einen Partner gefunden, so wie es aussieht. Und diesmal sind wir auch der blaue Typ mit dem Turban. Hier sind wir, ich winke nochmal. Hey, hallo. So, denn den roten Typen kennen wir ja schon. Den haben wir jetzt zweimal gespielt. Und jetzt, ja, mal gucken, wie wir uns mit dem blauen hier anstellen. Ich hoffe, das kriegen wir auch hin. Und da hätte er sich eigentlich beide Beine brechen müssen. Aber naja, wir sind hier in einem Spiel. Und da gibt es sowas nicht. So, mal sehen. Wartet unser Partner schon auf uns? Was wird uns das magische Fenster zeigen? Da ist unser Partner. Hallo. Hui. Ich winke ihm zu und es geht los. Na gut. Und jetzt fällt mir auch gerade auf, der rote Typ hat einen Anorak an und die Umgebung ist da auch voll mit Schnee und wir haben einen Turban auf und bei uns ist Sand. Haha. Macht irgendwie Sinn. Also, die Bekleidung. So, und es geht ins erste Level. Und dann lassen wir uns mal überraschen, ob unser heutiger Partner total der Pro ist oder, ja, ob wir total wieder überall feststecken. Aber wir werden sehen. Kling. Gut, das hat er schon mal kapiert, aber das war jetzt auch nicht ganz so schwer. Das habe ich sogar beim ersten Mal kapiert. So. Achso, genau, die unsichtbare Brücke. Kling. Und in die Höhle. So, achso, ja, genau. Das ist, glaube ich, nur so eine Demonstrationskammer oder so, dass man dieses Prinzip mit diesen Fenstern hier versteht. So, okay, ich muss ihn zeigen. Noch ein wenig nach rechts. Ja, halt. Und nach oben. Nein. Ab und ab. Und nach links, nach links. Ja, und nach rechts. Nach rechts. Nein, nach links. Und nach rechts. Und nochmal nach rechts. Und nochmal nach rechts. Sehr gut. So. Okay. Er hat mir die Tür geöffnet. Oder sie, man weiß es nicht. Und ich warte auf Anweisungen. Nach links. Nach links, nach links, nach links. Weiter nach links. Nein. Moment. Nein, so. So und springen. Und dahin. Und nochmal dahin. Und nach links. Alles klar, und wir sind da. Gut. Und jetzt muss ich da mal eben hingucken. So. Und weiter geht's. Okay, jetzt bin ich wieder dran. Nach rechts. Erstmal nach rechts. Schieb, schieb, schieb. Schieb den Wal. So, und nach oben. Schieb den Wal zurück ins Meer. Und ich kann nicht singen, deshalb lasse ich es auch. Und nach links. Und nochmal nach links. Nach links. Nach links. Nach links. Und nach links. Nach links. Ja, ja, ja. Und nach rechts. Und nochmal. Nochmal. Trau dich. Spring. Spring. Ja, sehr gut. So. Mein Taxi ist... Boah, da wäre ich fast runtergefallen. Und die Dornen da unten sind böse, das haben wir ja schon festgestellt. Und jetzt musste ich mal eben husten. So. Schieb, schieb, schieb. Noch weiter. Zu weit? Hopp. Und hopp. Ja, und nach links. Nochmal? Nein. Oh, verdammt. Jetzt dachte ich, ich bin so schlau und spring schon mal, bevor er mir was anzeigt, aber dann war es auch noch falsch. So, jetzt noch da. Und nochmal nach da. Und wir sind durch. Alles klar. So, hier ist dein Fahrstuhl oder was auch immer. Und es geht weiter. Oh, 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 oh. Ich
frage mich, warum der immer so ein komisches Geräusch macht, wenn man sich duken will, beziehungsweise nach unten drückt oder was auch immer. Und wir sind wieder bei dem Kreis angekommen. Was kann ich denn eigentlich mit dem Kopf noch machen? Ich kann... Hui. Oh, da kann man sich aber auch leicht das Genick beibrechen, wenn man hier so... Dann knackt es einmal und dann war's das. So. Weiter ins nächste Level. Hey, die Musik passt irgendwie ziemlich gut gerade dazu, finde ich. Hier? Okay. Und jetzt? Okay, du, ja genau, er muss da runtergehen und jetzt muss ich... du musst nach links. Nein, links, nach oben. Nein. Da wieder rauf und jetzt nach links oben. Spring. Ja, genau so. Und jetzt muss ich darauf, glaube ich. Ah, okay, da an der Stelle muss ich springen. Ungefähr hier. Und jetzt? Moment, ich muss ihm hier noch irgendwas. Moment. Jetzt. Springen, ja. Und jetzt gehe ich runter und er fährt nach oben. Ja, sehr gut. Okay, das klappt doch schon. Achso, ja, ich habe auch eben mal geguckt, die Aufnahmen, die ich gerade eben gemacht habe, hat 20 Minuten gedauert. Das ist eine Verbesserung von 10 Minuten im Gegensatz zu der Runde mit Stefan. Aber ich denke, man kann sich das relativ schnell auch merken. So, hier muss ich auf den Knopf. Und, nein, du musst, geh nochmal auf den Knopf, ja genau. Okay, es scheint nicht so der Vollnoob zu sein. Lauf und spring. Okay, das hat doch schon mal geklappt beim ersten Mal. Sehr schön. Und weiter geht's. Hopp. Whee. Ich schlenkere mit den Armen. So, mal gucken, ob das hier jetzt auch wieder klappt. Spring. Nein, verdammt. Okay, da haben wir es beide verkackt. So, und los. Und hopp. Oh. Mir fällt auch gerade auf, kann es sein, dass das Synchron bei uns beiden wegfällt? Shit. Das ist mir eben nicht aufgefallen, muss ich sagen. Ich glaube, so. Check ich gerade nicht, ganz ehrlich, aber... So, rauf. Okay, keine Ahnung, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft und das ist ja, was zählt. So, und jetzt kommt noch einmal der Austausch. Und dann kommt es zu unserer Lieblingsstelle, nämlich die Stampfer des Todes. Und ich bin gespannt, wie sich unser heutiger Gegner schlagen wird. Und da haben wir direkt in der Playlist ein neues Stück, was ich hinzugefügt habe. Ich habe die Playlist um, keine Ahnung, 40 Titel oder so erweitert. Und das ist einer der neuen Titel. Der eine oder andere kennt es vielleicht auch, man weiß es nicht. Bei einer gewissen bekannten Person kommt es auch im Let's Play vor. So, Moment. Ich laufe. Soll ich weiterlaufen? Okay, ich laufe weiter. Ich laufe. Ja, okay. Ja. Okay, das hat er mir gerade super angezeigt. So, nein. Und... du müsstest mir...